Damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Treeland. Mit dabei ist wie immer niemand, denn es ist immer noch ein Solo-Projekt. Und ja, was ich heute vorhab, ist mit Mofos zu reden. Den haben wir nämlich nicht ignoriert. Und ihr seht sicherlich, ich habe mein Crafting Table in der Hand. Und ihr fragt euch, warte, hast du dein Crafting Table aus dem Zimmer rausgetan? Nun ja, er hat mich dort gestört, sagen wir es mal so. Und ich wollte ihn raus haben. Und hier ist eine Chest aufgetaucht. Ich weiß nicht warum. Ballern wir die einfach raus. Und ja, deshalb nehme ich jetzt halt hier das hier, meine Waffen wieder mit. Meine Enderperle. Und Eisen, damit ich mir eine Spitzhacke machen kann. Und ja. Und Spitzhacke. Denn wir haben ja eine Axt und eine Spitzhacke und wir müssen Blöcke abbauen dafür. Also, heute wird auch zum Teil eine Baufolge. Also, ja, wir reden mit Mofos, dann baue ich ein bisschen und dann gehen wir zu den Piraten. Denn nun ja, die haben wir ja auch schon lange nicht mehr besucht und so. Aber ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zu Mofos und sagen dem halt. Ich glaube, Lola, Max und Fiona sind immer noch im Aldi, weil ich weiß nicht warum, aber die sind... Oh, Gart, wenn das mit dir zu tun hat, bin ich sauer. Dann bin ich sauer. Alter. Mal schauen, sind die wieder da? Dann können wir mit denen reden. Sage sind im Aldi. Pain is real. Existenz ist Arbeit, Sage. Ja, die sind immer noch im Aldi. Ich weiß nicht, warum die auf die Idee kommen, nicht einfach aus dem Aldi rauszulaufen und sich hier wieder in alle drei aufzuteilen. Das ist ja der schnellere Weg, aber der ist abgezäunt. Hallo, Mofos! Hey, danke fürs Retten. Kein Problem, Brudi. Also, ja, habe ich gern gemacht. Jo, also dann tschüss. Okay, ciao. Ja, der ist nicht so gesprächig, wie man vielleicht merkt. Der wollte uns auch nicht verraten, dass er einen Fernseher hat in der Angst, dass wir den klauen. Also, hier ist niemand. Und ja, dann geht's mal zu den Piraten. Und ja, ich werde mit Hans wahrscheinlich drüber reden, dass er mir mal Truppen zur Verfügung stellen soll. Also, ein paar von seiner Crew, die er nicht mehr so dringend braucht. Weil wir wissen ja von Gat, dass dort hinten eine Mumienbasis ist. Und ich möchte diese Mumienbasis, ja, wir haben ja von ihm auch die Quest bekommen mit Troll-Skull, die möchte ich immer noch machen. Also, ja, und ich möchte mit Hans besprechen, ob er mir Truppen geben kann für diese Basis. Also, ich werde mal dann nächste Folge auch schauen, ob die wirklich so groß ist, wie Gat gesagt hat, weil wenn, dann haben wir ein Problem. Aber jetzt reden wir erstmal mit Topronis. Hey, hallo Nico, wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Und dir, Topronis? Auch ganz gut, aber ich würde gern wissen, wie sie die Mumien besiegt haben. Ganz einfach, ich habe sie alle abgestochen. Kein einziger hat überlebt und danach, dann wurden sie in ihrer Festung von einer Explosion gegrillt und so und ja. Das haben sie ganz alleine gemacht. Ja, aber es war schon relativ anstrengend. Das bedeutet, mit ihnen und der Waffe, wofür ich immer noch die Feueraura brauche, hätten wir eine realistische Chance zu gewinnen. Stimmt, der hat ja was gelabert von, wenn wir ihm die Feueraura aus dem Aldi bringen, wofür wir den Ring kaufen müssen, dann kann er eine Waffe damit bauen. Und Leute, Tim hat gesagt, er gibt uns einen Rabatt auf diesen Ring. Und somit können wir daran kommen, an die Feueraura und somit an, keine Ahnung, ja, somit können wir auf jeden Fall an die Waffe kommen. Also, ja, ich werde dir diese Aura besorgen. Und da gibt es ja diesen Primordial Skull, für den wir wieder den Trollkopf im Aldi bekommen. Ich habe mich wieder daran erinnert. Okay, los geht's. Und ja, schaut geht's los zum Aldi. Mal schauen, wie viel Rabatt uns der gute alte Typ gibt. Und ich schaue erstmal, ob ich Brot habe. Ist vielleicht schlauer, weil das wird wahrscheinlich immer noch mit Brot bezahlt. Und warum habe ich eigentlich nie diesen Turm abgebaut? Ich meine, alles, was ich tun muss, ist eine Fackel drunter platzieren und der ist weg. Der verunstaltet die schöne Welt von Minecraft Real Life. Okay, so schön ist sie jetzt nicht. Ich bin ehrlich.
Und es wird Nacht jetzt langsam. Das ist doch schlimm. Kann ich jetzt rein? Danke. Alter, regt mich das Spiel auf. Ich habe 4 Brot. Habe ich wirklich nur so wenig? Ne, ich habe 5 Brot. Okay. Hoffentlich gibt uns Tim den Rabatt, den wir brauchen. Wenn nicht, bin ich enttäuscht von ihm. Dann, ja. Dann geht's nicht mehr nett mit mir zu. Was? Habt ihr das gerade gesehen? What the? Das hat mich gerade for real erschrocken. Ach nee, sag jetzt nicht, Herobrine ist in meiner Welt. Leute, ich hab Herobrine. Oh, Digga, aber das hat mich tatsächlich verwirrt. Hallöchen, Tim. Tim, ich rede mit dir derzeit. Ja, es ist tatsächlich 4 Brot. Okay, Ring. Dann Fire Aura. Dann können wir auch gleich bei Gut diese Quest abgeben. Ich glaube aber, dass der nichts Neues zu sagen hat. Aber jetzt geht's erstmal schlafen. Und Doppelsprung benutzt. Nee, ich lande in der Lava. Nee, lande ich nicht. Und bam, da bin ich. Ich bin mittlerweile relativ gut geworden mit dem Hangglider und allem und ja. Jetzt geht's erstmal schlafen. Und irgendwas ist gerade an mein Fenster geklopft. Wahrscheinlich wieder ein Vogel. Falls ihr euch fragt, wann ich aufnehme. Das ist bis jetzt das Spätste, wo ich mit Aufnahmen angefangen habe. Also, ich habe zwar spät mit Aufnahmen der Anhalt durchgezogen, aber das war alles in einer Aufnahmesession. Also, wie zum Beispiel Matrix, die 5 Folgen, die ich aufgenommen habe, die mittlerweile alle auf YouTube sind. Also, heute kam so gesehen die letzte, am Freitag ist es gerade. Und ja, ich werde am Wochenende wird bei mir kein Video kommen, weil. Oder es werden vielleicht Videos kommen, aber ich weiß es noch nicht genau. Aber ich mache es jetzt eigentlich so, dass ich eher viele Videos vorproduziere und die dann in meinem Heim schneide. Weil dann habe ich was unter der Woche zu tun und ihr bekommt mehr Content. Das halte ich gerade für schlauer tatsächlich. Und ja, das ist halt alles schon ein bisschen kompliziert. Aber jetzt hier habe ich deine Aura. Und bevor wir jetzt halt die abgeben, ist es so, dass wir mit Hans mal reden. Ich nenne den jetzt immer Hans statt Hans. Okay. Landratte, danke fürs Retten. Wir werden dir bei allem helfen, was du machst. Das freut mich und so, aber wir müssen uns erstmal auf Lager... das war nicht mein Plan, sorry. Ich wollte nicht dein Boot griefen. Das hast du einfach nicht gesehen, okay. Wir müssen uns erstmal auf so verschiedene Lager von den Mumien konzentrieren und die stürmen und sowas, weil wir jetzt in den Krieg mit denen sind auch. Ei, ich stimme zu, diese Mumien sind aber auch nervige Viecher. Ich gehe zu einem hier in der Nähe, also bereit Leute für einen Kampf vor. Wird gemacht, aber jetzt gehe ich, ich muss noch mit einem Gefangenen reden. Okay, ciao, wir sehen uns. Aber warte, habt ihr einen neuen Gefangenen? Okay, dann schaue ich mal. Hier waren ja die Gefangenen. Also hier sind Kabinen und hier Finn. Wer ist Finn? Also, ich meine natürlich nicht den Minecraft Magic Finn. Und ja, Magic wird dieses Wochenende auch vorgesetzt. Aber ich kann sagen, es wird auf jeden Fall groß, was in Magic passiert. Okay, dann hole ich gleich mal den Trollschädel. Denn ja, dann können wir die Quest bei Gut abgeben, auch wenn er wahrscheinlich nichts Neues zu sagen hat. Aber vielleicht gibt er uns eine Belohnung, die ganz gut ist oder sowas. Ich habe wirklich keinen Plan. Bei dem weiß man nie. Der Typ ist komplett durch mit der Welt auch. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, dass dieses ganze Projekt etwas komische Leute beinhaltet. Und halt. Und jetzt hole ich mir den Trollstall. Quest complete, Trollkopf. Ja, ich seh's. Okay, dann los geht's. Wir fliegen jetzt halt. Und Leute, falls ihr bis hierhin geschaut habt, danke auf jeden Fall. Aber ich habe eine wichtige Frage an euch. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt,
Stellt mir so viele Fragen, wie ihr wollt. Ja, limitiere euch nicht auf eine Frage. Einfach in die Kommentare, die ich dann nächste Folge mal beantworten kann. Da hat mir Time Jump Day Helmet. Ist das ein Helm, womit der macht das, was ich denke, dass es Tag ist? Oh mein Gott, das ist nice. Und hier kommen Mega Loot Case. Krieg ich das? The Toothpick. Rarity Common. 549 Durability. Upgrade Style. 6,81 Mining Speed. Okay, nächstes. Ein Bogen. Net Bow. Draw Speed Modifier. 1,85 Common. Und Drawling. Slows down enemy for 1 second on hit. Yo, es gibt hier fucking Lootboxes. Mit dem schießt man, glaub, Ballpfeil, oder? Warte, schau mal, ich hab 64 Tipped Holy Arrows. Wenn ich jetzt losschieße. Ja, ich schieße die Tipped Holy Arrows. Aber ich kann die nicht einsammeln. Okay. Also, jetzt schauen wir nochmal auf die Zahl. 21, das heißt. Nicht 21, kann ich den. Okay, Leute. Dadurch, dass die Aufnahme jetzt seit 11 Minuten geht und ich mehrere vorhab zu tun und außerdem in dieser Folge nicht wirklich viel mehr passieren soll, außerhalb des Bauen, denke ich, mache ich jetzt einfach eine Timelapse, wie ich Materialien sammle für das Bauen. Also holze ich den Wald jetzt halt ab und dann fange ich mit dem Bauen ab. Ihr werdet also eine Timelapse erzählen. So Leute, ich habe jetzt halt mit der Timelapse aufgehört. Ich habe jetzt mal mich ein bisschen runtergekramt. Das Bauen von diesem Raum mache ich einfach auf Kanon weiter. Ich meine, das müsst ihr jetzt nicht so genau sehen.
aber ihr seht ja, ich habe mit Materialien gefahren und so. Und ich mache das alles legit, keine Sorge, aber ich beende jetzt die Folge, weil ich doch schon verdammt müde wurde und so. Weil so, besonders während dem Abbauen, ich weiß nicht, ob man gesehen hat, als ich im Crafting Table war und einfach kurz so komplett auf Cover und so. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, wenn ich da nicht bin, dann würde ich sagen, ciao. Leute, außerdem werde ich euch jetzt heute auf jeden Fall den Plan für mein Wochenende noch erzählen. Und danach werde ich Tschüss sagen. Heute Relight, morgen Matrix und übermorgen nehme ich Magic auf. Also ja, wir sehen uns dann. Busch dann. Ciao, Leute.